Verzeihen Sie, ich wollte Sie nicht erschrecken. Wie bin ich denn hierher gekommen? Kanna, ich will nichts von Lars. Das würde ich dir so gerne glauben. Dann tu's doch. Aber das ist ja das Problem, Susanne. Ich kann dir nicht mehr glauben. Was ist los, Carla? Was habe ich falsch gemacht? Bitte sag's mir. Du machst doch nichts falsch. Du machst dir was vor. Ich war noch nie so glücklich in meinem Leben wie mit dir. Du empfindest immer noch was für Lars. Nein, das stimmt nicht. Ich würde dir so gerne glauben, aber... Was soll das? So eine bin ich nicht. Schade eigentlich. Machst du das eigentlich immer so? Wie machen es denn die anderen? Bild dir bloß nichts drauf ein. Natalie, Natalie. Du darfst nicht denken, dass ich kein Verständnis für dich hätte, wenn ich jeden Morgen so einen Anblick im Spiegel ertragen müsste. Ich glaube, ich würde auch zum Alkoholiker werden. Sag mal, habe ich dich richtig verstanden? Du willst einen Entzug machen? Und natürlich glaubst du, du schaffst das. Sicher? Ich weiß, es wird schwer, aber ich schaffe das. Dein Optimismus in Ehren, auch wenn ich ihn nicht teile, aber... Das darfst du nicht persönlich nehmen, Liebling. Wenn du mich nur ein bisschen unterstützen würdest, dann würde es mir viel leichter fallen. Aber tue ich denn nicht schon genug für dich? Immerhin bin ich damit beschäftigt, deine Fahrkünste auszubügeln. Soll ich jetzt vielleicht auch noch dein Kindermädchen spielen? Tja, ich fürchte, da musst du alleine durch. Und bitte, keine peinlichen Auftritte mehr in der Öffentlichkeit, ja? Cheers. Ach, wo warst du eigentlich letzte Nacht? Ich war bei Gregor. Armer Gregor. Carla, ich muss dir was sagen. Lars und ich, wir haben uns geküsst. So lange? Den Teller ersetze ich dir natürlich. Das will ich stark hoffen, bevor ich dich verklage. Und gibt es noch einen Grund, weshalb du hier bist, außerdem, dass du deinen alten Vater schmerzlich vermisst? Carla und ich, wir haben uns gestritten. Oh nein, schon wieder? Ja. Na, war es okay für dich? Ich weiß genau, dass du nicht eingeschlafen bist, also zieh keine Show ab. Hallo? Warum sagst du nichts? Komm, so schlecht war ich gar nicht. Gegenteil. Ich geh jetzt, ich muss noch mal weg. Schneider? Hallo Lars, hier ist Natalie. Ist Gregor bei dir? Nein, warum? Ich muss ihn dringend sprechen. Weißt du, wo er ist? Keine
Hast du es schon im No Limits versucht? Natürlich. Aber da ist er nicht. Und auf dem Handy geht nur die Mailbox dran. Hast du ihm eine Nachricht hinterlassen? 3, aber er ruft nicht zurück. Was ist denn so wichtig? Vielleicht kann ich dir helfen. Das ist lieb von dir, aber ich brauche Gregor. Hast du ihn heute schon gesehen? Nur kurz. Heute Morgen. Er hat für sich und Sarah ein schnelles Frühstück gemacht und ist dann gleich wieder im Schlafzimmer verschwunden. Ja, vielleicht liegen die beiden noch im Bett. Kannst du nicht mal nachsehen? Bitte, Lars. Das würde ich gerne tun, aber ich bin gar nicht zu Hause. Ich bin auf dem Weg zu einem Mandanten. Dann sag ihm bitte, dass er sich dringend bei mir melden soll. Klar, mach ich. Ciao. Ciao. Hi. Du schon wieder. Keine Angst, ich hole nur noch meine letzten Sachen. Du hast Susanne erwartet. Wir haben zurzeit ein bisschen Stress. Hoffentlich nicht wegen mir. Möchtest du was trinken? Wenn du ein Wasser hast. Ich finde es toll, wie ihr miteinander umgeht und euch euren Problemen stellt. So leicht fällt uns das auch nicht. Es ging mal wieder um Lars, beziehungsweise Susannes Gefühle für ihn. Ich komme damit einfach nicht klar. Das verstehe ich nur zu gut. Ich komme immer noch nicht über Marion hinweg. Manchmal bin ich einfach unsensibel. Ach, vergiss es. Ich will dich jetzt nicht auch noch mit meinen Problemen belasten. Mit einer Frau kann man konkurrieren. Man kann sie ausstechen oder mit irgendwelchen Tricks aus dem Feld schlagen. Aber einen Mann. Gegen einen Mann hast du keine Chance. Und das Schlimmste ist, man kann mit niemandem drüber reden. Man fühlt sich so einsam. Hilflos. Natalie? Wie geht es Ihnen? Ach, könnte mir nicht besser gehen. Ich habe eine Liste von Suchtkliniken besorgt, die alle einen ausgezeichneten Ruf haben. Ich will nicht in die Klinik. Entweder ich schaffe das alleine oder gar nicht. Eine Station voller Alkoholiker. Das ist das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann. Warum wollen Sie eigentlich ausgerechnet jetzt Ihr Leben ändern? Ist letzte Nacht was passiert? Sie waren gar nicht zu Hause, stimmt's? Ich habe einen totalen Blackout. Ich weiß nicht, wo ich war, mit wem, was ich erzählt habe. Haben Sie irgendjemandem gesagt, dass Sie Charlie Schneider angefahren haben? Nein, natürlich nicht. Ich war die ganze Nacht bei Gregor. Und ich habe niemandem davon erzählt. Da bin ich mir ganz sicher. Hey, wo bleibst du? Du wolltest doch schon vor 10 Minuten hier sein. Unterwegs. Wie lange brauchst du noch? 5 Minuten? Höchstens. Naja, wenn ich fliege, 3. Ich gebe dir 2, okay? Okay, ich stell den Turbo an. Ich liebe dich. Ich dich auch. Fehlen nur noch die Geigen. Neidisch? Ganz bestimmt nicht. Beziehungen muss ich nicht haben. Die sind mir zu stressig. Und warum warst du dann so lange oben bei Olivia? Ich musste schließlich checken, wie sehr sie in mich verknallt ist. Ja und? Volle Möhre. Wo ist das Problem? Olivia ist eine intrigante Giftschlange und ich hasse sie. Und deshalb warst du eine geschlagene Stunde bei ihr oben? Eben drum. Mhm. Pass auf, ich werde sie erst so ein bisschen auftauen. Schön langsam. Und dann mache ich sie heiß. Bis sie im Schlaf vor lauter Sehnsucht meinen Namen ruft, okay? Mhm.
Und dann, wenn ich sie so richtig weich gekocht habe und sie mir aus der Hand frisst, serviere ich sie ab. Dann servierst du sie ab. Diese Frau hat kalt lächelnd meine Beziehung mit Lisa kaputt gemacht und das bekommt sie jetzt zurück. Andi, da gibt's auch andere Methoden. Nicht für Olivia. Die braucht die harte Tour. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Hey, warum weinst du? Ist was passiert? Was denn? Ich weiß es nicht. Bist du krank? Hast du irgendwas Schreckliches erlebt? Es war schrecklich. Und schön. Schrecklich schön? Ich habe ja mit Männern schon so einiges erlebt, aber das... Ich glaube, ich habe zum ersten Mal mit einem Mann geschlafen, den ich wirklich liebe. Und deshalb heulst du? Sondern? Es macht mir Angst. Aber wenn du ihn liebst? Das ist ja das Problem. Er liebt dich nicht? Das weiß ich nicht, aber das meine ich auch nicht. Ich habe die Kontrolle verloren, total. Ich war gar nicht mehr ich selbst. Es war furchtbar. Aber was ist daran so furchtbar? Ich meine, wenn man einen Mann liebt, das ist doch... Woher habe ich mit den Männern gespielt? Dass jetzt einer mit mir spielt, das gefällt mir gar nicht. Du wirst dich schon noch daran gewöhnen. Und bis dahin, genieß es doch einfach. Nein. Du musst die Situation schnell wieder unter Kontrolle bringen. Je schneller, desto besser. Lassen Sie mich in Ruhe. Na dann. Prost. Wie bin ich denn hierher gekommen? Sie können sich nicht daran erinnern? Sonst würde ich ja wohl kaum fragen. Ich konnte Sie ja wohl schlecht in der Gosse liegen lassen. Gosse? Um es ganz deutlich zu sagen, Sie haben sich bis zur Besinnungslosigkeit besoffen. Was habe ich gesagt? Was zum Teufel habe ich diesem Mistkerl erzählt? Also, es geht mal wieder um Lars Schneider. Carla hat Angst, dass du mehr für ihn empfindest als Freundschaft. Das stimmt nicht. Ich liebe Carla und Punkt. Weil Lars ist ein netter Kerl und ich mag ihn sehr. Aber mit dem, was ich für Carla empfinde, ist das nicht zu vergleichen. Das ist wohl bei ihr offenbar noch nicht angekommen. Sie ist in letzter Zeit so schrecklich empfindlich und so eifersüchtig. Und dann ist da noch dieser vermaledeite Kuss mit Lars. Warum erklärst du ihr nicht endlich einmal, dass sie keine Konkurrenz zu fürchten hat? Wie kann ich denn sicher sein, dass da nicht wieder ein Kerl in ihr Leben tritt, der alles durcheinander bringt? Willst du eine ehrliche Antwort? Niemals. Irgendwie kann ich sie ja verstehen. Ich meine, vor ihr hatte ich ausschließlich Männerbeziehungen. Sie ist die erste Frau in meinem Leben und ich hätte nie gedacht, dass ich sie heiraten würde. Ich auch nicht. Na, danke. Trotzdem hast du mich irgendwann einmal überzeugt. Also, was dir bei deinem alten Vater gelungen ist, wird dir doch bei Carla mit Leichtigkeit gelingen, oder? Du hast recht. Vielleicht ist alles auch ganz einfach. Susanne findet mich schlicht und ergreifend nicht mehr attraktiv. Du siehst fantastisch aus. Danke. Gern geschehen. Ich weiß doch, was man in so einer Situation braucht. Wenn man Angst hat, nie mehr vertrauen zu können. Vielleicht nie mehr ganz gelebt zu werden. Sich nicht einfach mal fallen lassen können.
Was wollen Sie denn schon wieder? Mit Ihnen über meine berufliche Zukunft sprechen. Vielleicht sollten Sie statt zu diskutieren mal ein bisschen arbeiten. Hm? Ich kann beides. Sie haben mir einen Bombenjob in Aussicht gestellt. Davon merke ich aber nichts. Ja, immer mit der Ruhe. Gut Ding will Weile haben. Ich habe aber keine Zeit. Ich brauche Geld. Ich brauche einen Job. Ich dachte immer, Sie haben dem Laden hier was zu sagen. Ja, ja, natürlich. Das ist mein Laden, gewissermaßen. Jedenfalls passiert hier nichts ohne mein Platzett. Ja. Immer mit der Ruhe. Früher oder später wird sich schon der richtige Job für Sie finden. Ich muss ja zugeben, dass die Zusammenarbeit mit Ihnen durchaus ihre Reize hat. Ich hatte klar und deutlich gesagt, dass ich diese Person hier nicht mehr sehen will. Wenn ich korrigieren dürfte, Sie hatten klar und deutlich gesagt, dass Sie diese Person hier nicht mehr im Empfang beschäftigen möchten. Deswegen ist Fräulein Schneider ab sofort meine persönliche Assistentin. Entschuldigung, sie ist da einfach durchgelaufen. Schon gut, Kitty. Lassen Sie uns bitte allein. Was kann ich für Sie tun? Halten Sie sich aus meinem Leben raus. Pardon? Sie lesen mich von der Straße auf und nehmen mich mit in Ihr Büro. Am nächsten Morgen kann ich mich an nichts mehr erinnern. Das passt mir nicht. Ja, im Moment vielleicht nicht, aber als ich Sie auf der Straße angetroffen habe, da machten Sie einen vollkommen hilflosen Eindruck. Ich hielt es für meine Bürgerpflicht, dass ich mich um Sie kümmere. Sie tun sowas nicht ohne Hintergedanken. Das haben Sie gesagt. Was wollen Sie von mir? Wie es aussieht, wollen Sie derzeit eher etwas von mir? Oh mein Gott, Ihre Hände zittern ja. Zum letzten Mal. Warum haben Sie mich mitgenommen? Ich verlange eine Erklärung. Wäre es Ihnen lieber gewesen, ich hätte Ihren Mann informiert? Wenn ich Sie jetzt bitten dürfte, wieder zu gehen. Susanne, hallo? Störe ich? Nein. Ich würde dich gerne sehen. Hast du heute Abend schon was vor? Eigentlich nicht. Gut. Ich habe nämlich eine Überraschung für dich. Ich rufe dich nach der letzten Fahrt an. Bis später. Ich freue mich. Ich mich auch. Wie soll ich ihr denn je wieder unter die Augen treten? Am besten sagst du ihr gleich, was passiert ist. In ihrer Situation hat sie sicher Verständnis dafür. Ich wäre jetzt gern allein. Kein Problem. Wenn du mich brauchst, du weißt, ich bin immer für dich da. War sonst noch was? Ich wollte nur sagen, dass wir jetzt allein in der Firma sind. Na, was Sie nicht sagen. Und als Ihre persönliche Assistentin würde ich mich gerne ein bisschen nützlich machen. Ach. Und was genau haben Sie sich da so vorgestellt? Das liegt ganz an Ihnen. Schlecht war ich gar nicht. Gegenteil. Ja, du hast recht. Deine Hände, deine Küsse. Okay.
was erreichen. Niemand. Ja? Eigentlich bin ich aus einem ganz anderen Grund hierher gekommen. Ich höre. Ich will wissen, was in dieser Nacht passiert ist. Sie meinen in der Nacht, als ich Sie in volltrunkenem Zustand... Ja, genau diese Nacht meine ich. Erinnern Sie sich denn gar nicht mehr? Eben nicht, das ist ja das Problem. Verstehe. Was genau wollen Sie denn wissen? Alles. Was ich gesagt habe, was ich getan habe, was Sie getan haben. Also wenn Sie das meinen, selbstverständlich habe ich Sie nicht angerührt. Aber ich verstehe seitdem wesentlich besser, warum Sie so unglücklich sind und weshalb Sie Ihren Trost im Alkohol suchen. Sie haben mir ein paar Dinge aus Ihrem Leben erzählt, die so erschütternd waren. Ich glaube, dass ich daran auch kaputt gegangen wäre. Bitte hier entlang. Wo sind denn die ganzen Gäste? So spät ist es doch noch gar nicht. Angelo, was ist hier los? Susanne. Für die größte Liebe meines Lebens. Für die einzige Liebe meines Lebens. Ich weiß, ich habe dir wehgetan und das tut mir unendlich leid. Aber bitte gib mir noch eine zweite Chance. Ich kann ohne dich nicht leben. Ich weiß, ich hätte Lars nicht küssen dürfen. Aber der Kuss bedeutet mir nichts. Ich habe den sofort wieder vergessen. Und ich habe ihn dir nur gebeichtet, weil wir uns geschworen haben, immer ehrlich zueinander zu sein. Das darfst du mir nicht vorwerfen. Du selbst hast gesagt, dass Ehrlichkeit in einer Beziehung das Allerwichtigste ist. Was ist los, Carla?